Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge, ich schätze, ich habe sie die verdammte Krawattennadel genannt, haben wir uns hier in der Wohnung aufgemacht, eine Krawattennadel zu finden. Und jetzt müssen wir ins Beerdigungsinstitut gehen. So, das werden wir mal versuchen, beziehungsweise das werden wir suchen, das Beerdigungsinstitut. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Ja, das hört sich eigentlich erstmal schon mal positiv an. Okay, hier kann man anscheinend nichts machen. So, und ich habe gerade gemerkt, dass es wohl automatisch auch speichert. Das wäre nämlich jetzt noch meine Frage an mich selbst gewesen. Das können wir anscheinend nicht nehmen hier. Hier noch irgendwas? Nee. Weil ich nämlich nach der letzten Folge... Na, okay schon. Nach der letzten Folge nicht speichern konnte. Achso, das ist diese Sicht. Okay. Da kommen wir nirgendwo hin. Hat jetzt nicht gesagt, die leben über dem Beerdigungsinstitut? Muss ich das von draußen irgendwie erreichen? Taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Naja, wenn man nicht direkt von irgendwelchen ekligen, bösen Geistern verfolgt wird, würde ich es auch als Gabe ansehen. Wobei es natürlich auch sehr erschreckend sein kann, muss man auch dazu sagen. Der letzte Abschied, Bestattungsinstitut, okay. Also wird das vermutlich hier durch sein. Gucken wir hier vorne nochmal, ob wir irgendwas machen können. Ich denke mal nicht, ne? Es sieht alles so ein bisschen schäbig aus hier. Das soll ja bestimmt ein richtig tolles Bestattungsinstitut sein. Da haben wir was. Sieht gut aus. Ja, nein, da. Nein, doch. Oh. Jack's in the prep room. Okay. Wir müssen ihn auch noch vorbereiten. Moment, das wird wahrscheinlich der Raum sein, wo wir hingehen sollen. Deswegen gucken wir hier nochmal kurz, ob wir hier irgendetwas machen können. Innige Ermittlung. Okay. Was auch immer das jetzt gerade für ein... Oh, Baum des Lebens. Okay. Für eine Errungenschaft war. Nur weil ich jetzt hier das Kreuz angeguckt habe, wahrscheinlich. Okay. Ah, da haben wir nochmal Schlüssel. Here it is. Ach so, da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Gut, dass ich erst hier reingegangen bin. Ja, das bin ich, ne? Und das dürfte er dann sein, nehme ich mal an. Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen, Adam Novak. Ich dachte, der hieß anders. Geschlecht männlich, geboren 76 und so weiter und so fort. Verheiratet, Autounfall, Einbalsamierung, Ankleidung. Jack. Ach so, das ist dann meine... Also ich bin Marianne, wenn ich es richtig verstanden habe. Meine persönliche Notiz an ihn. Mrs. Novak brauchte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Roberts am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Okay. Ja, ich habe hier anscheinend auch gearbeitet, so wie es aussieht. Oder arbeite hier immer noch, wie auch immer. Da ist nichts. Ah, das ist der Blick in die Anderswelt, ne, wenn ich das richtig sehe hier. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken, dass da draußen einer rumläuft. Ich habe jetzt, weil ich jetzt hier so am Gucken bin, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass da jetzt gleich ein Geist auftaucht oder sowas. So, hier unten ist nichts mehr, oder? Okay. So, dann können wir das wohl auch aufschließen. Vorbereitungsraum, genau. Übrigens, von hier aus mal einen schönen Gruß an die Moana, weil die spielt gerne und irgendwie nicht so gerne Horrorspiele. Also, wie ich es mitbekommen habe, ist das so eine kleine Hassliebe, genauso wie bei mir.
Und ich denke, das wäre auch ein Spiel für sie, wobei das wohl noch richtig heftig werden soll mit der Zeit. Also ich bin echt gespannt. Frei nach dem Motto, es fängt schon gut an und dann wird es richtig krass. Okay, ich denke mal, hier kann man nichts mehr machen. Wieso liegen die Leichen eigentlich im Keller? Not sure if I'm ready for this. Doch, du bist bereit dazu. Wie war das jetzt? Achso, hier. Jetzt macht's es. Oder auch nicht. Können wir nicht mit seiner Seele sprechen oder sowas? Schade. Hätte ja sein können. Okay, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um, bevor wir jetzt da hingehen. Sollen wir den jetzt noch... Was war denn das jetzt? Sollen wir den noch einbalsamieren oder so? Das... Ne, das ist nicht seiner. Das ist seiner. Einmal aus der Kühltruhe, bitte. Hey, Jack. Hi, kann ich mit dir reden? Ich will die ganze Zeit mit dir reden, aber sie möchte nicht. Ach, die. Okay. So. Nein. Warum nicht? Hä? Ja, die Krawattennadel will ich haben. Wieso funktioniert das nicht? I got your special clip. Now, Ach so. where's your tie? Gut. Das, weiß ich nicht. Okay, gehen wir hier erstmal. Ach, da hinten. Ah. Okay. Ja? Ach, muss ich die hier drin kombinieren? Okay. Zack. Ich dachte, das mache ich dann erst bei der Leiche, aber gut. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Hallo. Gib mir das X. So. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. Am I? You people read the signs that's closed. Ja, gemäß dem Fall, dass wir alle Horrorfilme kennen, beziehungsweise Geisterfilme, würde ich jetzt glatt behaupten, dass einer gleich vor mir steht. So sehe ich noch nichts. Und ich werde jetzt nicht die ganze Zeit reden, weil wahrscheinlich jetzt gleich irgend so ein Schockeffekt kommt. Ich glaube, ich kann nur rausgehen. Nein, links. Oder oben steht einer. Geistersicht kann ich nicht machen. Stand einer. Wo ist der hin? Und wo muss ich hin? Ich glaube, da will jemand nicht gestört werden. Ey! Keine Randale hier. So geht das nicht. What the hell? Vielleicht wollte er Guess you nur irgendeinen felt it Notruf too, senden. huh? And then Das ist it ja die Katze. happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse.
Oh. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Where is that thing? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, and why is it so cold in here? Where is that damn notebook? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're going to be all right? Yes, Jack. It's going to be fine. You know... I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Oh. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need... Oh, yes, yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But... No. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's
not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. A Bluebird Team production. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ja, und was das genau ist, was hier nicht stimmt, das sehen wir dann in der nächsten Folge, weil das jetzt gerade so ein schöner Moment ist, an dem wir cutten können. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dann. Ciao.